Herzlich willkommen zurück hier in der nächsten, viel zu späten City Skylines-Aufnahme, noch im Ladescreen. Wie schon gesagt, ich muss mich ein ganz, ganz kleines bisschen beeilen und ich weiß auch wieder mal, wie immer am Ende der Session oder Anfang der nächsten Session nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, denn diese Folge, die wird schon um 20 Uhr am heutigen Tage gebraucht und es ist jetzt 18.05 Uhr, das heißt, ich muss mich tierisch beeilen, eine Folge aufnehmen, die vielleicht sogar ein bisschen kürzer machen und sofort in den Render werfen, denn die muss ja auch noch hochgeladen werden. Wir sind wieder in den Minusbilanzen, das ist schlecht und wir brauchen mehr Commercials. Wo haben wir denn hier überhaupt welche Gebiete? Hier hatten wir Commercials angefangen. Hier könnten wir theoretisch ja noch welche hinmachen, da brauchen wir ja nicht so viel für. Zeit lassen wir mal ruhig auf langsam, das schadet gerade nicht. Machen hier kleine Straßen hin und bauen dann hier zwischen mal noch ein paar Commercials ein. Ruhig ein bisschen nicht so stur gerade. Darf ruhig wieder ein bisschen zickelzackel werden, nur halt nicht zu schrecklich, weil wir sonst wieder Probleme kriegen. Ups, bezüglich der Straßenverbindung hinterher, dem Verkehr und wahrscheinlich auch mit den Kreuzungen hier. Also machen wir es mal nicht zu schlimm. Hier gehen wir mal so rum raus. Dann gehen wir mal in die Richtung und nutzen hier so viel Raum, wie wir können, indem wir das so machen. Da können wir auch noch ein bisschen hin. Wie gesagt, wir haben sehr wenig Geld, deswegen müssen wir gerade ein bisschen uns beeilen, möglichst nicht so viel Geld für Straßen ausgeben und hoffen, dass das funktioniert mit dem Commercials hier ansiedeln und damit wieder Geld verdienen. Nicht, dass wir damit dann noch ins Minus rutschen, das wäre schlecht. So, da können wir noch einen Abzweig dran machen. Am besten hier so durch. Ich weiß, hier unten ist ein bisschen dreckig, hier ist das Müllviertel unter anderem, aber das wird schon irgendwie gehen. Ich meine, irgendein Geschäft wird sich hier schon ansiedeln, hoffentlich. So, dann können wir nämlich jetzt hier direkt ausmarkern, machen da direkt hohe Dichte rein. Ist ja hier auch an einer dicken Straße. Ich meine, hier ist zwar jetzt nicht so viel Bevölkerung direkt in der Nähe, aber wir sind definitiv umzingelt von Wohngebieten. Das heißt, es sollte eigentlich kein Problem sein, wenn wir hier so eine Einkaufsmeile hinmachen, dass wir damit ein bisschen Geld verdienen. Ich hoffe mal, das läuft. Pinsel das jetzt hier einfach mal so schön blau an. Da sollten sich, da siedeln sich doch schon die ersten an. Das ist doch super. So, direkt hier so das ganze Stück alles blau machen. Nicht hier zu weit hinten, weil das ist ja der Müllteil, aber hier an der Hauptstraße definitiv. Die will ich alle noch mitnehmen. Dann nehmen wir mal das Ding. Klicken uns hier so rein. Das können wir auch hier so drüber ziehen. Das läuft. An die Hauptstraße dran können ruhig ein paar Commercials. Dasselbe gilt für das hier vorne. Aber da gehe ich dann doch lieber wieder damit drüber. Mein Lieblingstool. Da auch. Da machen wir auch hohe Commercials rein, dann machen wir hier niedrig. Obwohl, da können wir in der Mitte noch Büro. Ne, da machen wir kleine Commercials hin, so Mini-Dinger, so kioskmäßig in der Mitte der Straße. Stelle ich mir da jetzt gerade so vor. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ziehen wir einfach mal hier komplett durch. In der Mitte. So, und damit ist unser Commercial-Bedarf auch direkt wieder runter. Dafür haben wir wieder ein bisschen Wohngebietsbedarf. Hier sind nur geringe Wohngebiete, dann machen wir das hier direkt weiter. Dann können wir da noch ein paar geringe Wohngebiete hinmalen. Hier direkt am Friedhof ist da auch schön, das Gebäude leert sich oder ist leer. Räumung beendet, das heißt, wir können das Räumen jetzt stoppen, können wieder den Normalbetrieb aufnehmen. Und kommen wir wieder, da sind wir doch schon wieder im Plus. Ja, wunderbar, es läuft. Dann können wir auch gleich die Geschwindigkeit hochnehmen und ein paar Leute einziehen lassen. Dann gucken wir einmal nochmal wieder, da ist eine neue Folge, neue Aufnahme, alles ist einmal direkt in die Energie. Ein bisschen Strom könnten wir gebrauchen, jetzt gerade wo wir uns ausbauen. Aber das läuft noch ganz gut. Wasser ist auch okay. Müll. Wir brauchen mehr Müllverbrennung. Da müssen wir mal dran. Das machen wir dann direkt hier vorne, bevor wir nachher Probleme bekommen. Nicht genug Geld. Ja, eine Müllverbrennung haben wir jetzt hingestellt. Das hat dann zu reichen erstmal. Krankenhausversorgung sieht immer noch ganz gut aus. Erstaunlich gut. Feuerwehr. Ja, da müssen wir definitiv dran. Aber das werde ich wahrscheinlich in dieser Folge mangels Geld nicht mehr schaffen. Das werde ich dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen können. Die ich auch heute auf jeden Fall noch aufnehmen muss und werde, aber eben erst nachdem die heutige Folge dann rausgekommen ist, weil ihr wisst ja, zeitlich nicht so gut. Kriminalität gibt es hier oben eigentlich gar nicht, das ist sehr schön. Bildung haben wir hoffentlich noch genug, alle? Ja, Bildung haben wir alles noch genug, das ist sehr schön. Verkehr im Allgemeinen, wir müssten hier noch einen Bahnhof hinmachen und da oben eigentlich auch noch, aber... Ja, machen wir nicht jetzt sofort, da kümmern wir uns dann später drum. Wie sieht es denn aus? Also unsere Busse werden immer noch ganz gut benutzt, unsere Bahnen angeblich gar nicht. Was ich irgendwie nicht so ganz glaube.
Aber wenn ich mir das hier so näher angeguckt habe, die letzten Male, waren hier eigentlich immer zumindest ein paar Leute. Es ist gerade kein Zug da, natürlich. Jetzt muss man einmal einen Zug einfahren, dann können wir mal gucken. Wie sieht es denn mit dem Schienennetz aus? Ist das irgendwo vielleicht unterbrochen und deswegen haben wir nichts? Schienennetz. Wo ist denn hier das Schienennetz? Das ist diese Schiene hier, die läuft und ist da oben angeschlossen. Nein, das müsste funktionieren. Und ist hier unten getrennt. Wir wollten die ja noch weiterlegen. Dann könnten wir hier theoretisch noch einen Bahnhof hinmachen, wenn wir wollten. Wir könnten vielleicht auch einfach das Gleis hier umlegen, könnten das jetzt hier von der Seite reinlegen und dann hier rum rausgehen. Das sollten wir dann vielleicht auch tun. Jetzt gucken wir uns mal einmal hier den Bahnhof von Nahem an. Wenn jetzt gerade ein Zug einfährt, ob da wirklich keiner aussteigt oder... Doch, guckt mal, da kommen doch Leute raus. Gehen jetzt ins Bahnhofsgebäude, da kommen sie durch. Da spawnen die Autos direkt vor der Tür. Die haben die alle in der Tasche gehabt und nehmen die dann einfach raus und fahren los. Hat doch was, ist doch super. Also sag nochmal einer, hier ist kein Verkehr. Kann ich irgendwie nicht so ganz bestätigen. Oder hat sich das jetzt aktualisiert? Nö, es sind immer noch 9. Also angeblich nutzt immer noch keiner Züge, obwohl da halt, wie gesagt, Leute rumlaufen und das funktioniert. Naja, bitte. Haben wir denn irgendwie Parkplätze oder sowas als Parks? Haben wir das doch, ne? Da haben wir doch irgendwie Parkplätze. Das denn? Das ist ein kleiner Spielplatz. Das ist... Was ist das? Ein Parkplatz mit Bäumen. Ja, komm, das geht doch. Können wir das hier irgendwo mal hinpflanzen, das Teil? Gebäude muss an der Straße platziert werden. Ja, was ist denn das? Das ist eine Autobahn wahrscheinlich, deswegen geht das nicht. Dann werde ich jetzt mal versuchen, hier irgendwie so einen Parkplatz hinzubauen. Hier vorne zum Beispiel. Hier müsste der Platz da sein. So ein Bahnhofs-Park-and-Ride-Teil. Nicht damit verbinden. So. Da haben wir eine Straße. Können wir da so ein Park-and-Ride-Ding hinmachen? Ja, das geht. Da haben wir da einen Parkplatz. Was die natürlich freut. Jetzt haben wir kein Geld mehr für einen weiteren. Aber gut, wir sind auch schon wieder ins Minus gerutscht. Warum? Gut, wir müssen noch mal einmal an die Steuern. Wie sieht's denn aus? 9%. Wir sind ja auch gerade wieder super. Dann nehmen wir mal 11%. Das sollte uns wieder so weit ins Plus drücken, damit wir in der nächsten Folge dann auch wieder was machen können. Alle dürfen bitte 11% zahlen im Moment. Wir brauchen das Geld. Und die sogar noch ein bisschen mehr. Ich mag hier die Verwaltungstäter nicht so sehr. Die dürfen ruhig zahlen. Da sind wir schon wieder schön im Plus. Das ist doch ordentlich. Geht doch 8000, Tendenz steigend. Das gefällt mir doch. Haben wir hier noch Regeln an? Wir haben den kostenlosen Nahverkehr. Ja gut, das bringt im Moment nichts. Den nehmen wir mal im Moment erstmal raus. Recycling hätte ich gerne. Strom sparen dürfen wir ruhig auch mal. Rauchverbot, Haustürverbot, das brauchen wir nicht. Sorgen Sie dafür, dass das ganze Land auf... Blablabla. Nein, will ich Parks ausbauen? Nein, eigentlich nicht. Bildungsschub brauchen wir im Moment auch nicht. Freizeitnutzung haben wir gar nicht. Rauchmelderverteilung, ja, das hätten wir doch mal gerne. Das machen wir mal an. So, gucken wir doch mal, was wir sonst noch haben. Verbot für starkes Verkehrsaufkommen, das haben wir schon. Hochhausverbot will ich nicht. Hightech-Wohnhäuser hätten wir auch gerne. Nehmen wir mal rein. Industrieflächenplanung nehmen wir mal rein. Großunternehmen, was? Wohltäter? Ach komm, machen wir es mal an. Mal gucken, was es uns... Alter, kostet das Geld! Oh, das habe ich ja gerade erst gesehen. Dann nehmen wir das mal wieder raus. Das kostet ja alles tierisch Geld. Das können wir uns leider gar nicht leisten. Es war zwar alles ambitioniert... Nein... Das war zwar alles ambitioniert, was wir hier gerade hatten, aber es kostet halt sau viel Geld. Warum sind wir denn jetzt so tief in die Miesen gerutscht? Was ist denn los? Jetzt wird es, glaube ich, gerade wieder besser, auch wenn die Anzeige noch was anderes sagt. Ich glaube, wir steigen gerade wieder. Ich glaube, das war echt das, was wir hier angemacht haben. Kostenlosen Nahverkehr können wir uns nicht leisten, aber das hohe Verkehrsaufkommen verbieten wir immer noch. Ja, aber darauf kommen wir wieder ins Plus. Das kostet richtig Geld. Das müssen wir uns also... erstmal erarbeiten. Ich dachte, das wären nur sozusagen Richtlinien und Richtlinien kosten ja an sich nicht viel Geld, aber gut, wenn das uns so viel Geld kostet, dann müssen wir da erstmal unsere Wirtschaft dementsprechend aufpusten, dass wir das hinkriegen. Sollte zwar machbar sein, aber es wird noch einen Moment dauern. Das kriegen wir jetzt nicht so mal eben hin. Verkehr sieht ganz gut aus im Moment. Hier ist ein bisschen sehr voll, aber es geht. Es ist noch nicht so schrecklich, dass ich sage, okay, wir kriegen hier Verkehrsprobleme. Im Moment läuft das noch ganz gut. Das ist unser alter Tunnel, den wir hier unten haben. Der Autobahnteil wird irgendwie gar nicht mehr genutzt. Das heißt, den könnten wir theoretisch wegräumen. Wir haben hier nur noch eine Verbindung, dann können wir das da wegmachen. Hier der Autobahntunnel, der wird dagegen sehr gut genutzt. Müssen wir die Verteilung noch ein bisschen besser machen. Dann könnten wir den wegnehmen, den Tunnelteil. Dann könnten wir noch eine Verteilung hier rüber, irgendwo hier zur Autobahn eine Verbindung noch zaubern. Beziehungsweise hier zur Straße. Und damit müssten wir dann noch einiges rauskriegen. Ich meine, hier kommt jede Menge Verkehr an, der hier rausfährt in den Kreisverkehr. Wo fahren die meisten dann hin? Ich
mir das so angucke, fahren die hier Richtung Bahnhof, zweiter Kreisverkehr und irgendwo hier Richtung Stadt runter. Das heißt, wenn wir hier eine Verbindung zur Stadtautobahn noch irgendwie hinkriegen, die ja hochgelegen ist, was nicht unbedingt praktisch ist dafür, dann sollte das eigentlich funktionieren. Hier auch, das Ganze haben wir wunderbar entschärft gekriegt hier durch die Abfahrt. Das hat sich ja vorher alles hier durchgequetscht. Das sieht jetzt richtig gut aus. Hier ist nur noch so ein bisschen Verkehr. Das hat super funktioniert. Gefällt mir schon mal sehr gut, aber hier müssen wir nochmal ran. Ist ja zwar prinzipiell läuft das hier schon mal ganz gut. Hier oben ist die Auslastung richtig hochgegangen. Das ist schon heftig. Also das hätte ich nicht erwartet, dass hier oben die Verkehrsauslastung an der Autobahn so weit hochgeht. Aber geht sie definitiv. Wir sehen es ja hier. Hier unsere Zusatzabfahrt. Das war ja unsere Behelfsstrecke, wo wir das Gebiet hier noch nicht hatten. Die können wir ja dann, wie gesagt, rausnehmen. Hier noch eine Verbindung lassen, damit der Verkehr sich nicht durch die Stadt quetschen muss, sondern hier durchfahren kann. Das ist ja okay. Hier kriegen wir jetzt so langsam wieder ein kleines Verkehrsproblem, aber das hält sich auch noch in Grenzen. Woran liegt das denn hauptsächlich? Das liegt hauptsächlich hier an der Straße, so wie es aussieht. Wegen den Bussen wahrscheinlich. Da staut sich alles hier hinter den Bussen. Das ist so ein bisschen das Problem. Da müssen wir da nochmal ran. Aber wenn wir den Nahverkehr ausbauen, müsste das vielleicht auch besser werden. Mal schauen. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder schön im Plus. Nö, das sieht gut aus. Ja, ihr beschwert euch über die Steuern. Ich weiß, wir können ja jetzt... Jetzt sind wir wieder gut im Plus. Jetzt können wir die ja wieder runternehmen. So, auf 9 müssten wir jetzt wieder mit klarkommen, hoffe ich mal. Das war ja nur irgendwie so für den Moment, wo wir gerade am Ausbauen waren, hat das nicht gereicht. Die nehmen wir mal auf 9. Mal gucken, wo wir jetzt hinfallen. Die können dann mal runter auf 11 so. Die Bürogebäude dürfen ruhig ein bisschen zahlen. Die Industrie von mir aus ruhig auch so 10, 11. Das ist okay. Die können ruhig ein bisschen Geld in der Stadt lassen. Der kleine Mann muss jetzt nicht so viel bezahlen, aber die Firmen schon. Gut, das läuft soweit. Jetzt brauchen wir wieder Wohngebiete. Sehr schön. Das heißt, wo haben wir jetzt hauptsächlich gebaut? Hier vorne eigentlich. Da haben wir Wohngebiete gebaut. Das heißt, wir müssten hier mal einmal mit Straßen dran. Das wäre jetzt das Erste. Wir ziehen uns davon mal eine schöne große Straße weg. So eine. Von einer Großkreuzung hätte ich die gerne. Oder haben wir hier vorne noch eine große Kreuzung, wo wir dran können? Nee, eigentlich nicht, ne? Oder wir nehmen hier mitten raus eine Verbindung. Das könnten wir ja auch mal machen. Hier ist nämlich Platz. Hier können wir uns sowas leisten. Ziehen wir die mal hier so raus. So einen großen Bogen. Können wir ja ruhig mal machen. So. Und... So, und da irgendwo müssen wir uns anschließen. Da müssen wir jetzt mal gucken, wo wir da hin können. Da nicht, also gehen wir hier so dran. Dann haben wir da so eine große Verbindung. Da müssen wir dann einmal die Stromtrasse wieder anschließen. Die ist gerade kaputt gegangen dabei. Das geht nicht so ohne weiteres. Warum nicht? Ach, weil die höher liegt. Ja gut, dann müssen wir das mal einmal ein bisschen umarbeiten. Das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir hier so ein paar Stücke weg. Und... Ups, so wollte ich das nicht. Reißen wir nochmal weg, das kleine Stückchen hier. So, nochmal von da. Plöpp, nach oben. Sind das so große Höhenunterschiede? Ja, eigentlich schon, ne? Das reicht dann, wenn das da so auf einem Pfosten steht. Und dann können wir hier wieder ganz normal an den Boden gehen und haben da wieder die Anschlüsse. Perfekt. So, dann können wir da nämlich ein paar andere... Jetzt wird es auch gerade hell ausnahmsweise mal und nicht dunkel, wenn wir anfangen zu bauen. Das ist ja schon mal super erstaunlich. Sowas bin ich ja schon gar nicht mehr... Huch, Flugzeug! Sowas bin ich ja schon gar nicht mehr gewohnt. Dann könnte ich hier theoretisch so einen Anschluss noch hinlegen. Dann haben wir hier so... Können wir ja mal machen, so in etwa. Oder ruhig andersrum gebogen, das ist ja eigentlich egal. So, und dann da angeschlossen, das als Straßen. Das versuche ich jetzt mal hier so durchzuziehen, dass wir hier den Verkehr nicht alles über eine Knoten leiten, sondern das Stück für Stück hier ein bisschen verteilen. Mehrere kleine Anschlüsse, damit der Verkehr sich halt verteilt und nicht alles auf einem Haufen hier ankommt. Das sorgt ja dann immer hier für unsere Probleme. Dann haben wir da nämlich so Durchlässe, das ist ja ganz okay. Und dazwischen kommen dann die Wohngebietsstraßen rein. Nehmen wir, nein, keine Einbahnstraßen, ich hätte gerne die. Das soll hier oben ruhig schon ein bisschen schön werden. Das ist ja schon hier im Bergischen Land sozusagen. Jeder, der ihn verstanden hat, darf sich gerne melden. Da ist das Gefälle zu steil, das habe ich mir fast gedacht. So rum geht's, aber andersrum nicht. Da müssen wir den Strom mal einmal umlegen. Dann nicht das nur so bis da, das geht ja. Müssen wir den Strom einmal umlegen, aber das sollte machbar bleiben. Das ist alles okay und bezahlbar, das kriegen wir hin. Das ist ein bisschen sehr weit auseinander. Da müssen wir ein bisschen runter. So. Und hier oben auch. So, da können wir vielleicht noch einen Park reinmachen. Das wäre ja gar nicht schlecht. Und hier können wir so die Verbindung rüberziehen. Hier oben fehlt noch eine Straße. Da müssen wir als Erstes dran.
diese Straße hier so hoch. Und dann haben wir hier die. Da ist auch ein bisschen Platz zwischen. Da können wir auch Parks zwischen machen und noch eine Verbindungsstraße rein. Das geht. So ein bisschen Platz darf dazwischen ja ruhig sein. Das muss ja nicht so super, super eng gequetscht sein. Nur halt die Stromtrasse. Die muss ich gleich unbedingt neu legen, weil ich die jetzt ja hier komplett abgeknipst habe. So, die legen wir dann jetzt mal einmal so dazwischen. Müssen wir jetzt wahrscheinlich dasselbe machen wie gerade. Nach da. Nach da. Und dann da so direkt dran. Dann haben wir da den Strom direkt angeschlossen. Strom liegt hier oben. Wasser müssen wir uns gleich noch drum kümmern. Bevor ich das jetzt weiter ausbaue, mache ich das jetzt mal als erstes. Ich kümmere mich mal ums... Ach, hier ist sogar hauptsächlich sogar schon Wasser drunter gelegt. Das ist ja schön. Dann muss ich mich ja nur hier anschließen und diese Linie weiterführen. Geht die denn da so hin? Ja, ne? Da so. Ist gerade. Das ist gut. Dann können wir die direkt rausziehen bis hier oben. Und dann von da wieder verteilen. Dann haben wir wieder Wasserrohre überall. Unterm gesamten Gebiet und nicht nur so stückchenweise. Das wollte ich ja immer nicht. Ich wollte ja hier, wenn schon, dann alles vernünftig abgedeckt haben. So, bis da reicht erstmal. Wir können ja immer noch verlängern, wenn es nötig ist. Im Moment lohnt sich's noch nicht. So, bis... Na, bis da so. Das ist okay, das reicht schon. Da ist schon so ein Stummel dran, weil da irgendein Zipfel wahrscheinlich nicht abgedeckt war letztes Mal. So wie hier jetzt. Da können wir dann auch noch so eine Verbindung hinmachen. Dann ist das aber auch da. So, und hier oben brauchen wir es noch gar nicht. Da haben wir zwar auch eine Straße, aber das Gebiet werden wir jetzt wahrscheinlich zunächst erstmal eh nicht nutzen. Das heißt, wir machen dann hier so geringe Dichte nach innen und außen hohe außenrum, würde ich sagen. Quasi als akustischen Schutzwall für alles, was hier noch hinkommt. Das können wir, glaube ich, ganz gut machen. Hier drin so die kleine, die schöne, ordentliche Einfamilienhaussiedlung und außen dann die Betonbauten. Wir können natürlich auch so ein paar einzelne Hochhäuser hier zwischenstellen, aber im Moment will ich das mal ausprobieren, wie das wirkt, wenn wir das hier innen drin halt die Einfamiliensiedlung machen und dann außenrum die großen Häuser. Damit wir halt nicht nur so eine Plattenbausiedlung und so ein Einfamiliending haben, sondern das Ganze so ein bisschen zumindest kombinieren auch. So weit wie es geht, da möchte ich das nicht haben, da bitte auch nicht. So an dem Stück. Aber hier. Hier kann das. Damit geht unser Wohnbedarf schon wieder deutlich runter. Das ist gut. Dann können wir nämlich außenrum die hohen Bedarfsgebiete noch hinsetzen. Und dann haben wir noch ganz viel Luft, ganz viel Reserve. Dann könnten wir auch mal hier irgendwo so... Ich glaube, hier mache ich das mal hin. Hier nehme ich mal die Markierung wieder raus. Und setze hier so eine kleine Commercial-Meile rein. So direkt zum Einkaufen um die Ecke, wo man gar nicht weit fahren muss. Das müsste ja eigentlich ganz praktisch sein. So im Wohngebiet. Dann machen wir da hohe hin an die Straße. Selbe wie mit den Häusern. Können wir das hier unten auch nochmal machen. Dann machen wir hier so eine Commercial-Ecke rein. So. Haben wir hier so ein paar Commercials. Bestimmt nicht schlecht. Hier oben könnten wir das dann auch noch machen. Dann können wir da auch nochmal so einen Streifen Commercials hinsetzen erstmal. Dann haben wir doch erstmal Häuser genug. Wir haben immer noch geringen Bedarf. Das heißt, wir können ruhig hier noch so ein Viertel ein... Ups, das war der falsche. Das war der falsche. Weg damit. Den da hätte ich gerne wieder. Hier so ein paar noch reinmarkieren, damit ist die Folge dann nämlich auch schon zu Ende. Dann können hier jetzt erstmal Leute einziehen, wir haben alle Bedarfsgebiete erstmal wieder abgedeckt. Und ja, in der nächsten Folge gucke ich dann mal, womit es dann wirklich weitergeht. Dann kann ich mir so ein bisschen Gedanken machen im Cut auch. Und wir sehen uns dann morgen wieder und naja, mal gucken, was uns dann erwartet. Wir haben noch genug zu tun und im Moment ziemlich wenig Geld, also irgendwas fällt mir schon ein, was ich noch machen kann. Auf jeden Fall, ciao, bis zum nächsten Mal.